Dann warten wir gar nicht bis zum nächsten Morgen. Was ist hier noch? Kochtopf, nee, brauchen wir nicht. Kiste, die hatten wir schon angeguckt. Da haben wir Stiefel in den Boden reingestellt. Sehr schön, sehr schön. Nö, aber dann gehen wir. Das war doch ganz nett. Sind immer noch Vorräte drin, ne? Wissen wir, falls wir jemals wieder hierhin zurückkommen. Schneesturm ist auch weg. Das ist ja allerliebst. So, dann müssen wir jetzt hier so quer. Ich weiß gar nicht, welche Richtung. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ist das die? Ne, ist die genau die falsche. Also die. Ja, da kommen wir dahin. Ach so, die ist zu schwer jetzt, ne? Naja, naja. Hoffentlich brechen wir uns nicht sofort wie ein Knöchel. Ich möchte jetzt auch keine Zweigchen mitnehmen. Das ist natürlich schön. Wir müssen uns auch immer noch so ein Schneedingsbums da machen. Das ist natürlich schön. Ich habe den Satz vergessen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt sagen wollte. Naja, kann ja mal passieren. So, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen hier in die Richtung. In die Richtung, ja. Die bricht sich jetzt gleich bestimmt irgendwas. Oder beschwert sich, dass sie das Heavy-Gewicht nicht mehr tragen kann. Ja, sehe ich ja ein, ist natürlich ungünstig. Ah, und da. Das hatten wir eigentlich. Hatten wir, guck mal, wie nah das ist. Das war die ganze Zeit vor der Nase eigentlich. Und wir sind hier überall rumgejumpt. Überall. Ist doch da, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sieht jedenfalls nach einer Höhle, nach einem Durchgang aus. So. Ja, doch, das wird da sein. Das wird da schon sein. Und nochmal zu meiner Theorie, ne? Also der Mackenzie. Das ist ja alles quasi jetzt zeitgleich, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Nee, hier ist nur eine Höhle, oder? Hallo? Hier geht gar nicht weiter. Hier ist wirklich nur eine Höhle. Na super. Das war da doch nicht. Ja, wir sind auch zu weit hier unten, aber. Hä? Also, aber der Mackenzie, ne? Nochmal. Neuer Ansatz. Wir müssten jetzt hier hoch. Och, nö. Da tue ich mir doch wieder was, wenn ich jetzt versuche, da hochzulatschen. Laufen wir außen rum. So, aber der Mackenzie, der müsste ja, der wollte ja auch zur Ausdauermühle und so und sollte ja nur noch, glaube ich, die Nachricht irgendwie überbringen und ist da dann K.O. geschlagen worden. Was hockelt denn hier so? Hallo? Das hatten wir schon mal. Ist das ein Schneerutsch, das oder ist das das Spiel? Nee, das gehört dazu, ne? Das gehört dazu. Aber ich muss von da aus. Da war nämlich. Ah! Da wollten wir schon mal lang, aber das ging dann nicht weiter irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt die Zeit, wo der Mackenzie quasi zusammengeschlagen wurde. Das wollte ich wissen. Also sind wir dann wieder plan mit der Zeit? Weil ich glaube schon, dass das alles quasi gleichzeitig passiert. Ne? Also das, was wir jetzt mit der Astrid gemacht haben, in der Zeit ist, wo wir halt vorher den Mackenzie gespielt haben. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Oder hätten wir hier rumgemusst? Weil da geht ja eigentlich nicht weiter. Ich meine, da wären wir schon gewesen. Da haben wir uns mal irgendwie hin verirrt oder so. Weil hier rüber kommst du ja auch nicht, ne?
hätte vielleicht mal irgendwann speichern sollen. Hier hoch kann sie ja auch nicht weiter, oder? Bricht die sich gleich wieder was? Ja, ich bin ja auf der Hut. Ich sehe nur noch keinen. Ja, verpisst euch. Ich bin bewaffnet. Und ich habe einen Kollegen sogar erschossen. Zwar durch Zufall, aber er ist tot. So. Ja, sag deinem Bruder Bescheid. Hier war das. Hier sind wir tatsächlich mal langgelatscht. Aber da kamen wir doch nicht weiter. Wahrscheinlich kamen wir nicht weiter, weil wir die Missionen da noch nicht. Hier Meaning Route. Da kann ich mich noch dran erinnern. Weiß nur nicht mehr, was uns da aufgehalten hat. Ja, die ist sehr schnell jetzt mit ihrem Gewicht. Schauen wir mal, ob wir jetzt da weiterkommen überhaupt. Weil ich meine, wir kamen hier nicht weiter. Aber das war auch mit Schneesturm und bla und blub und dann... Wie gesagt, hatten wir die Mission dazu noch nicht. Also da hoch kommen wir auf jeden Fall nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, hier geht's. Hier scheint es weiterzugehen. Wo seid ihr denn? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Doch, hier geht's doch jetzt weiter. Also entweder haben wir das dann nicht gesehen oder es ging damals noch nicht. Ich sag mal noch nicht zu viel, weil ich weiß nicht. Hier sieht's... Ah! Tatsächlich. Dann kamen wir da noch nicht rum. Ohne Mist jetzt. Ich dachte mir, wir wären schon da gewesen. Ja, ja, ich höre euch. Weg bin ich. Verarscht. Der hätte mir jetzt fast den Hintern gebissen. Stelle sicher, dass du alle anderen Missionen und Aufgaben erledigt hast. Du kannst danach nicht mehr zurück. Wir können nie wieder zurück. Ja, aber wir haben doch alles erledigt, ne? Wir haben alles erledigt. Wir haben Ausrüstung haben wir auch. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, von der Molly haben wir uns auch verabschiedet. Kohle brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt hat gespeichert. Wisst ihr was? Ich speichere mal ganz schnell heimlich. So hat er schon automatisch gespeichert. Ich habe jetzt nochmal einen anderen Speicherstand, dass wenn irgendwas ist, dass wir doch nochmal laden können und rausgehen können. Falls das jetzt noch nicht zu spät war. Und hier ist jetzt... Jetzt haben wir nicht das Problem, dass er hell ist. Jetzt ist hier sehr, sehr dunkel. Wow. Wisst ihr was? Wir machen mal Lämpchen an. Machen wir an da.
So, wo geht denn jetzt hier mal weiter? Rechts, links. Bin einfach mal links. Das sah jetzt nicht so aus, als ob es weitergeht, aber ist okay. Ja, schön. Können wir hier runter? Jo, nun. Da ist zu. Sieht so aus. Ja, ist ja okay. Ich bin froh, wenn eine Sackgasse ist, weil dann können wir den anderen Weg nehmen und ich muss mich nicht ewig entscheiden. Na, wie weit das runtergeht, weiß ich auch nicht. Oh Gott. Da ist auch zu. Aha. Hier ist eine Werkbank. Und ein paar Spinde, Kiste. Brauchen wir nicht. Haben wir alles, ja, gut, meinetwegen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich hoffe, die Lampe hält noch ein bisschen, damit wir hier was sehen können. Weil sonst wäre sehr dunkel. Für euch ist sogar noch ein bisschen heller, Gott sei Dank. Ich hatte, glaube ich, auch noch Lampenöl mit, ne? Okay. Das ist jetzt dumm. Upsi. Upsi. Astrid. Meinen die das mit nicht mehr umkehren können? Ah. Wo ist mein Lämpchen? Ich hatte mein Lämpchen, obwohl hier ist, es muss Nacht sein, die Lichter sind hier an. Das heißt, wir haben Strom. Aber eigentlich würde ich gern schnell hier raus. Weil da scheint hier alles zusammenzubrechen. Rennen können wir nicht. Okay. Wir sollen uns vor elektrischen Dingern schützen. Das heißt wahrscheinlich so oder so wäre hier jetzt Lichter angewiesen. So. So, was leuchtet da? Ist das ein Diamant? Den will ich mitnehmen. Da hinten ist zu, glaube ich. Hier ist aber auch nirgendwo. Müssen wir hier lang? Was schreit die denn? Hat die was? Oh, die hat ziemlich viel. Wieso denn? Wieso denn? wir haben keinen. Wir haben keine Verbände mehr. Ja, wie sollen wir denn dann hier raus? Geht's doch dann nicht weiter. Ah, okay, das hatte ich nicht gesehen. Dass man hier durchkriechen kann. Ja, wir haben keine Verbände mehr. Es tut mir sehr leid. Wir haben auch keinen Stoff mehr, weil wir eigentlich alles für die Kleidung gebraucht haben.
Also sie hat doch gesagt, ist nichts gebrochen. Wieso hat sie denn jetzt auf einmal überall alles gebrochen? Verstehe ich nicht. Es wird wieder ein bisschen schummelig hier. Hier ist Wasser, glaube ich. Wow. Ich versuche den Aufzug zu benutzen. Okay, dann versuchen wir mal. Mal umschauen. Ich glaube nicht, dass wir den benutzen können, oder? Mach mal an da. Ich muss mal was sehen hier. Da geht auch noch weiter. Da geht hoch. Ich glaube nicht, dass wir... Ich glaube einfach nicht, dass wir den Aufzug benutzen können, so einfach. Ich habe es jetzt natürlich auch nicht probiert. Hätten wir es erst probieren sollen? Aber hier geht ja auch ein Weg lang, daher... Nicht, dass wir da nicht weiterkommen, weil ich jetzt erst den Fahrstuhl benutzen hätte sollen und dass das Missionsziel war. Kommen wir hier wieder zurück? Bolzenschneider. Och nö, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kriegst gleich Schmerzmittel. Was anderes habe ich leider nicht. Ja, tut ein bisschen weh, ich weiß schon. So. Schmerzen. Mehr habe ich gerade nicht. Wieso hat sie sich denn jetzt verbrannt? Ich habe doch aufgepasst. Gott, ich habe den Überblick hier voll verloren. Bolzenschneider. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Verbände wären besser gewesen. Okay, wir haben den Bolzenschneider. Von da oben sind wir gekommen, oder? Ich hoffe. Ja. Oh je, wenn wir es überleben, brauchen wir ganz schnell Hilfe gleich. Mit Verbänden und so. Ja, erst Lämpchen aus und dann Bolzenschneider raus und dann klocken wir die Tür einfach auf. Gute Idee. So, ich bin vielleicht gegen so ein Kabel gerannt, das war's. Ist hier eine Sackgasse? Mach mal wieder an, bitte. Tatsächlich. Dann... Rucksack durchsuchen, hoffen, dass da ein Verband drin ist. Verband. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber wir müssen hier bestimmt irgendwas anmachen, hä?
Ersatzsicherung. Okay, setze die da. Und das ist wieder. Okay, wir nehmen mal eben den Verband. Antibiotika? Come on. Ja, ist ja okay. Verbrennung. Verband plus Schmerzmittel. Wie kann ich das denn jetzt hier... Ich hab doch einen Verband. Verwenden. Für Verbrennung. Verwenden. Für Sturz. So, Schmerzmittel für Verbrennung. Hat nichts gebracht, ne? Geheilt, doch. Und nochmal hier. Nochmal Sturz. Und nochmal Tabletten für die Schmerzen. So. Jetzt müsste er besser gehen. Ja gut, Verstauungsrisiko noch. Aber sonst... Ich muss mir angewöhnen, die Lampe... auszumachen. So, Kanister. Nicht ablegen. Lampe. Aktion. Auffüllen. Sehr gut. So, jetzt können wir hier wieder runter. Wahrscheinlich müssen wir diesen anderen Sicherungskasten, den wir gesehen haben, jetzt. Da müssen wir irgendwie hin. Das ist ja voll das Labyrinth hier. Wow. Als ob ich mir jetzt gemerkt hätte, wo ich lang gegangen bin. Elevator, okay. Elevator heißt Aufzug, ja? Okay, Sackgasse. Das ist ja eigentlich ist es ganz gut, wenn Sackgassen da sind. Dann weiß ich, wo ich nicht herlaufen darf, kann, muss. Geht das hier auf Zeit? Ich hoffe nicht, ne? Also, dass noch mehr einstürzt oder so. So. Durchgebrannte Sicherung. Nehmen. Können wir da jetzt nicht die Sicherung reintun? Ja. Erste Hilfe Gedöns. Schmerzmittel Verband. Nee, Zeug brauchen wir nicht unbedingt. Nee, Zeug im Erste-Hilfe-Koffer ist auch nett, hä? So, Taschenlampe brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. So. Dann essen und trinken wir schnell was. Ja, oder nur trinken, das ist, reicht ja auch. So. Ich habe hier irgendwie nicht alles abgesucht, kann das sein? So. Jetzt ist nämlich hier der Fahrstuhl. Ich bin direkt hier hochgegangen, ne? Ja. Ach so, die, können wir die kaputte Sicherung bitte wegschmeißen? Ich möchte hier keinen Müll mit mir rumschleppen. Ich bin eh schon schwer. Da. Ablegen. So, und jetzt können wir tatsächlich
Was finde eine Art Möglichkeit, den habe ich doch. Ich habe die durchgesehen. Hallo? Das habe ich schon gemacht. Leute. Ich hätte erst den Auftrag haben müssen, hä? Ach, leck mich. Ich habe die Sicherung noch da eingesetzt. Lege ich nochmal zurück. Willst du mich verarschen? Ich habe die durchgebrannte Sicherung. Ich habe die durchgebrannte Sicherung doch ersetzt. Was soll das denn? Ja doch, ich bin ja schon dabei. Ich hab die doch da reingetan jetzt. Ja, jetzt war halt noch nicht der Auftrag, weil ich... Jetzt ist es doch... Hä? Drei. Ich soll drei reintun? Willst du mich verarschen, Spiel? Drei Stück? Drei Stück? Wo soll ich die denn finden? Wo soll ich die denn finden jetzt? Ohne Flachs? Da ging's doch gar nicht weiter. Da ging es doch gar nicht viel weiter. Wie soll ich denn... Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt mal echt nicht. Müssen wir ihn noch weiter hoch? Ja, überall durchgebrannte Sicherung. Habe ich zwar erst jetzt bemerkt, aber